Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Eldorado. Wieder eine neue Spielreihe, so könnte man sagen, Wettlauf nach Eldorado. Ja, die meisten sagen Eldorado, wie der Elias auch dazu. Es ist ein Familienspiel aus dem Hause Ravensburger vom Autor Rainer Knizia. Die Erweiterung, beziehungsweise die erste Erweiterung, so heißt sie aktuell, die stellen wir euch natürlich auch noch in einem weiteren Video vor. Wir wollen aber erst einmal das Grundspiel betrachten, welches im Jahr 2017 nominiert war zum Spiel des Jahres. Das sagt einiges aus. Es ist für 2 bis 4 Spieler, geht 60 Minuten, ist aber vom Alter ab 10 Jahre. Also schon ein bisschen leicht gehoben, das Ganze. Schauen wir mal, ob es wirklich so schwierig ist. Der Elias ist nämlich 7 Jahre, der hat schon so oft gespielt und jetzt haben wir gedacht, komm, wir zeigen das euch, insbesondere weil die Erweiterung ja relativ neu ist, je nachdem, wann ihr das Video dann schaut. Aufgebaut haben wir es bereits und jetzt merkt man, eigentlich brauche ich eine dritte Kamera. Eine vierte, je nachdem auch, das kommt vielleicht irgendwann mal. Ich habe jetzt versucht, mal einiges ins Bild zu bekommen, das Wesentliche. Weil ich will es euch erst einmal erklären, ganz kurz, um was es geht, ein paar Abläufe euch zeigen. Es gibt natürlich ein paar Spielsequenzen, bevor wir dann abschließend zum Fazit kommen. So, ihr seht es jetzt hier auf der Seite, ansonsten das Tableau, das nehme ich jetzt ein bisschen näher. So, da ist unser Startpunkt, weil wir starten in dem Fall mit 2 Spielfiguren, weil wir zu zweit spielen. Es ändert kaum was, es ist genauso cool zu spielen, außer dass mir jetzt eine Figur nach unten fliegt, die hebe ich jetzt gleich wieder auf. Und zwar... Ich kann sie dir holen. Passt alles, danke dir. Aber, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier eine Auslage von Karten und das könnte auch das gehobene Niveau sein eines Familienspiels. Es hält sich aber immer noch im Raster eines Familienspiels. Weil Aufgabe ist es, dass mit mir unsere Figuren hier durchs Land reisen und das Ziel da hinten ankommen. Da liegt nämlich noch ein weiteres Tableau. Aber das Wichtige, was wir euch nachher zeigen, in Gameplay-Sequenzen, das findet hier statt. So, hier haben wir eine Auslage von Karten und jeder hat auch eine Anfangskarten. Auslage bzw. Starthand. Und da sind einfach grüne Karten drauf mit dem Wert 1. Wird auch hier unten angegeben, die Starthand. Das heißt, wir haben quasi Wüste, Wasser und Wald. Und dann habt ihr hier so ein Raster. Und das Raster legt ihr einfach vor euch. Diese Karten mischt ihr, das sind 8 Stück, und die legt ihr auf die Seite. So, ich werde euch am Anfang ein bisschen begleiten. Ein paar Infos gibt es, dann starten wir auch gleich ein. Aufgabe ist es natürlich, dass wir mit unserer Expedition zum Ziel kommen. Und zwar mit 2 Figuren, mit beiden. Dann haben wir das Spiel gewonnen. Mit beiden im Ziel. Genau. Ansonsten, die Startpositionen sind vorgegeben. Das Ziel sieht man halt nicht. Ist auch nicht so schlimm, weil es gibt, gut, dass du es gesagt hast, Elias, das möchte ich nämlich noch vorab sagen, sonst vergesse ich es nämlich nach dem Fazit. Ihr habt hier verschiedene Aufbaumöglichkeiten. Und zwar einfach, mittel, schwierig. Ihr könnt das Ganze aber auch variabel gestalten. Ist also gar kein Thema. Also ihr habt ja andere, unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel aufzubauen. So, ich habe also hier meine Karten. Und was mache ich? Ich nehme 4 Karten auf die Hand. Und jetzt gehen wir das einfach mal durch, was man da machen kann. Und dann starten wir. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich fange an. Okay, ich erkläre es den Zuschauern noch. Ich habe meine Karten schon in die Kamera gezeigt. Hast du? Mal schauen, ob ich das einbinde. So, also, wir haben hier die Möglichkeiten, uns zu bewegen. Das heißt, ich spiele Karten aus in dem Fall. Das heißt, Handkarten einzeln ausspielen. Ich nehme jetzt einfach mal 4 beispielhaft, Elias. Ich werde die nachher nochmal mischen. So, ich habe jetzt hier diese Karten auf der Hand. Ich kann Handkarten einzeln ausspielen und nutze die Stärke der Karte, um auf die passenden Felder zu ziehen. So, jetzt nehmen wir einfach mal an. Jetzt nehme ich meine Figur und stelle sie einfach mal hier hin, dass man das mal sieht als Beispiel. So, wenn ich mich auf dieses Feld bewegen will, dann werfe ich also eine Karte ab und bewege mich dorthin. Wenn ich bei diesem Feld starte zum Beispiel und möchte auf dieses Feld, brauche ich 2 Einserkarte oder eine stärkere Karte, die ich im Spielverlauf bekomme, und dann darf ich auch auf so ein Feld vorrücken. Und hier seht ihr die unterschiedlichen Bereiche, was man an Stärkekarten braucht. Es gibt Bereiche, wenn man drauf platziert, muss man Karten abwerfen. Ist doch nicht schlimm, wenn das schwache Karten sind. Und wenn man über so eine Hürde kommt, dann muss man extra was bezahlen und das Teil kommt dann raus. Das soll praktisch den führenden Spieler etwas aufhalten. Was man nicht darf, ist, dass man auf Gebirge gehen darf. Da muss man außen rum laufen. Hier muss man Münzen abgeben und teilweise muss man auch Karten dann ablegen. Hier sieht man es dann auch. Das heißt, hier ist angegeben 3 Karten oder eine. Hier muss man sie abwerfen, hier muss man sie nur ablegen. Das heißt, das ist die
Möglichkeit, die ich habe. Ich kann allerdings auch und oder Karten kaufen. So, und jede Karte, und das verwirrt am Anfang vielleicht etwas von der Anleitung, jede Karte in dem Fall hat einen Wert. Das wird auch teilweise hier angegeben, wenn man die Karten dann kauft. Also die haben einen Wert von 3, 4, 2 und so weiter. Die einzelnen Karten, Elias, was haben die einen Wert, wenn man das hier sieht? Das heißt, die 2, eine blaue und eine grüne, hat einen Wert von 1. Mhm. Es ist praktisch 2 halbe. Hier ist die Münze abgegeben, die hat einen Wert. Ich habe im Moment auf der Hand 1, 2, 3, 4, 5 Münzen quasi. Zählt als 2 Münzen. Genau. Und da, wo nichts abgebildet ist, die zählen dann praktisch die Hälfte. Und was kann ich mir kaufen? Das ist die weitere Möglichkeit. Ich kann Handkarten gemeinsam ausspielen, jede Karte halbe oder den Wert wie Stärke wert. Und ich darf eine Karte vom Markt kaufen. Elias, was kostet mich die Karte, wenn ich die kaufe? Was kostet mich erstmal die Karte? Die kostet 3. Mhm. Und wenn du die ausspielst, sind das 4 Stärke, da komme ich zum Beispiel hier drüber. 4 Schätze. Genau, da komme ich zum Beispiel auf dieses hier Feld. Hier drüber, so. Aber wieso ist hier Karte und ein Kreuz? Die muss ich dann wegmachen. Genau. Die kommt dann raus aus dem Spiel. Die kommt ganz nicht wichtig wieder dahin. Ihr müsst euch jetzt gar nicht auf diese Karten konzentrieren. Ihr dürft nur Karten hier vom Markt kaufen. Sind die Karten allerdings von einem Stapel weg und ein Spieler ist dran und da ist ein Marktstand leer, dann kann er sich da oben eine Karte auch kaufen, wenn er sich's leisten kann. Und dieser Stapel wird dann einfach nach unten gezogen. Ihr merkt, die Karten sind stärker, weil ich immer nur 4 Karten auf der Hand haben kann. Weil, das war in dem Fall das Bewegen und das Kaufen, als zweites lege ich praktisch die Karten ab. Und zwar, die kommen hier auf die andere Seite, dass ich das nicht in dem Fall durcheinander bringe. Die Handkarten lege ich ab, beziehungsweise behalte sie. Und dann ziehe ich praktisch wieder auf 4 Karten nach. Ihr müsst also nicht alle Karten ausspielen. So, das war ein richtiger Schnelldurchlauf durch die Abläufe. Jetzt merkt ihr auch, es hat durchaus Familienniveau, das Ganze. Die einzige Schwierigkeit, Elias, die Spieler haben, das sind hier die Karten, oder? Die habe ich dir am Anfang auch ein bisschen erklären müssen, dass es klar ist. So, mit diesen Infos starten wir in eine Partie. Das heißt, du hast schon, ich habe deinen Startspielerhut, den Indiana Jones in dem Fall, alles schön in Zipptüten. Ich mische meine Karten, 1, 2, 3, 4 und das machen wir ganz langsam und erklären es den Zuschauern, wo ist meine Figur? Die ist natürlich noch nicht da, die ist hier und ihr merkt, ihr braucht durchaus einen großen Tisch, um hier weiterzufahren. Okay, jetzt bist du mal dran, machen wir ganz langsam. So, ich heb das mal fest, es heißt 1, weil das auf im Waldgebiet war. Du hast einmal gesenzt. Da hast du auf dieses Feld. Du darfst jetzt weiter ziehen, wenn er will. Er kann aber auch Karten kaufen. Er wird sich natürlich überlegen, was er auf der Hand hat, wie weit er entsprechend dann zieht. So, Elias, was willst du machen? Okay, du kaufst dir für 3 in dem Fall eine Karte. Gar nicht schlecht. Und die nimmt er nicht auf die Hand, sondern legt sie auf den Ablagestapel bei ihm. Das war sein ganzer Zug. Ihr merkt, so schwer ist es nicht. Jetzt bin ich dran. Jetzt machen wir es nochmal langsam für euch. Ich spiele jetzt erst einmal eine Karte aus und wandere hier mit dem hier weiter. Weil man darf sich nicht auf ein Feld drauf bewegen, wo ein Spieler ist. Man darf ihn auch nicht überspringen. Das heißt, man muss teilweise drumherum laufen. Ist auch nochmal wichtig. Jetzt spiele ich wieder eine Karte aus und laufe hier rüber. Dann spiele ich wieder eine Karte aus und laufe hier rüber. So, und jetzt habe ich noch eine Münze. Eine Münze in dem Fall. Ja, was kann ich mir jetzt kaufen, Elias, von einer Münze? Das kostet hier die zum Beispiel. 4, 1, 2, 3, 3, 2 kosten die. Das heißt, ich kaufe mir hier diese. Und da kann ich schon ein Zweierfeld dann benutzen. Oder zwei Einserfelder in dem Fall. Und die Karte gebe ich aus, lege die hier unten hin. Moment, wir machen das langsam für die Zuschauer. Lege das hin und ziehe wieder 4 Karten nach. Wenn ich hier keine Karten habe, muss ich die mischen, die auf dem Ablagestapel und lege sie dorthin. Das heißt, diese 4 Karten, die spiele ich als nächstes aus. Elias, wir zeigen den Zuschauern, glaube ich, noch ein bisschen einen Zug, oder? Dass das klar ist. Mein Zug. Ja, also ihr merkt, so schwer ist es nicht. Papa? Ja, du laufst ein Feld, okay, jetzt stehe ich dir blöd im Weg rum. Das heißt, du gehst aber ins Wasser, sehr gut, du nimmst eine Münze, gehst auf ein Münzfeld und du läufst hier rüber, genau. So, und ist man hier, muss man hier über die Hürde, keine muss man Karten eine Karte mehr ablegen. Genau, ich habe keine Karten mehr, ich mische die und genau, dann ziehe ich mir wieder 4 nach. So, und dann bin ich dran. Was mache ich jetzt? Das möchte ich noch behalten. Ich habe jetzt die Karten. Ich möchte mir gern für 3 eine Karte kaufen. Jetzt schaut man natürlich, wie das Gebiet hier aussieht. Hier haben wir viel Wald. Ich will es also vorankommen. Deswegen kaufe ich mir auf jeden Fall diese Karte. In dem Fall hier kostet mich das 3 Münzen. Und die möchte ich gerne noch auf der Hand behalten. Deswegen lege ich die ab. Ich mische die nämlich es neu. Das ist eine Wasserkarte. Das ist eine Wasserkarte, weil die möchte ich behalten. Und 1, 2, 3.
3, das heißt, ich habe wieder 4 Karten. Soll man den Zuschauern eine Runde zeigen? Was meinst du? Eine Runde zeigen wir euch noch, meine, dass es verständlich oder? Ist. Deine und meine können wir machen. Okay. So, dann bist du dran. Und dann machen wir auch einen Schnitt, dass wir im Prinzip zum Schluss kommen und euch ein paar Infos auch über das Spiel liefern können. Es gibt hier natürlich einige Sonderkarten, wie man dann hier sieht. Das heißt, höherwertige Spezialkarten. Und das ist immer unten angezeigt, was ihr mit der Karten machen könnt. Manche müsst ihr sofort abwerfen, wenn da ein rotes X dabei ist. So, ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber ich gehe davon aus, dass alles passt. Der Elias hat es schon so oft gespielt. Wo stand ich? So viel zum Thema. Okay. Weil in dem Fall hat man es ein paar Mal einmal gespielt und sitzt es bereits. So, jetzt muss ich überlegen. Eigentlich habe ich es ganz anders vorgehabt, aber du springst mir wieder in die Bredouille. 1, 2, 3, dann 1, gehe ich hier in das Wasser. Und für eine, da springe ich jetzt doch hier drüber. Das heißt, ich wirf eine Karte ab. Dadurch kommt das Teil raus. Ich schiebe das jetzt quasi hier ran und die Karte behalte ich und dann lege ich es ab. So, 1, 2, genau. Und so läuft es immer weiter und irgendwann ist es natürlich hier weg. Ihr holt Karten von unten hoch und so funktioniert das ganze Spiel. Und mit diesen Infos, Elias, kommen wir. Dein Zug mal immer noch mit, weil der Elias will natürlich jetzt auch rankommen. Und ich glaube, mit diesen Infos. Das. Eins, das zeigen wir noch. Und? Genau, fast noch rüber. Und damit springen wir zum Fazit. Bis gleich. Die Partie ist zu Ende und jetzt haben wir das Ganze ein bisschen zusammengeschoben. Das ist richtig cool, weil wenn ihr da weiterlauft, dann könnt ihr das Tableau vor der Rückseite für variablen Aufbau auch gleich wieder auf die Seite legen. Das ist ganz cool gemacht. Das heißt, ihr verkürzt dadurch den Bereich und jetzt seht ihr auch, wer im Ziel ist, weil wenn man so ein Feld erreicht, dann rutscht man automatisch nach oben und ist mit seiner Figur dann im Ziel. Alles lässt sich wirklich gut zurücksortieren. Das heißt, die Karte mit den Punkten, das sind die einzelnen Startkarten, die man hat. Und wer hat das Spiel gewonnen? Ich. Und wie gut er mittlerweile spielt. Also, so, das Ganze ist ja ab 10 Jahre angegeben. Und Elias, die erste Frage. Das liegt, glaube ich, an deiner Spielerfahrung, oder? Weil so schwer ist es gar nicht. Wo war für dich jetzt die Schwierigkeit bei dem Spiel am Anfang? Was fandest du ein bisschen schwierig? Das mit dem Kaufen. Wann soll ich kaufen? Und welche Karten soll er kaufen? Und wenn man die Karten einmal durchgeht, ihr seht es teilweise noch, dann... Da hatte ich letztes Mal nur den Kopf gegen die, weil da kriegt man 3 extra Karten. Nur muss halt abwerfen, aber das fand ich cool. Und wir haben jetzt gespielt eine halbe Stunde. Also mittlerweile geht es echt flott bei uns. Das heißt, wir spielen das Ganze recht flott und hat natürlich einige Möglichkeiten und es ist hier auf der Leiste auch alles angegeben. Die Regeln sind nicht allzu schwer. So, Elias, macht's dir Spaß? Ja. Ein super Spiel für dich? Ja. Sehr gut, also wirklich. Super. Lieblingsregal? Ja. Oh, okay, also kein Platz mehr. Ja. Das habe ich mir einen neuen Schrank geben. Das haben wir in einem anderen Video auch mal gesagt. Weiß gar nicht, ob das auch schon. Also, wie gesagt, da haben wir jetzt ein kleines Problem. Ich bin dann immer froh, dann kommt es nämlich in sein Regal und bei mir ist draußen, weil ich Platz hier mit den über 1000 Spielen allein dem Raum schon aus allen Nähten. Da kommen halt alle Spiele in mein Lieblingsregal. Das können wir auch machen. Dann hat dann der Papa ist das Platz. Alles mein Lieblingsregal. So, ich finde es ein gutes Spiel. Ein gutes Familienspiel. Und das liegt, Elias, an einem Grund. Weil zu dem Zeitpunkt kam auch, glaube ich, Klong raus. Und Klong ist ein sehr gutes Abenteuer-Deckbauspiel. Es geht ein bisschen in die Richtung. Nur hier sind wir abenteuerlich mehr familiär. Klong ist dann doch ein bisschen spezieller. Hat ein bisschen mehr Regeln, ein bisschen mehr Kartentext, ein bisschen anspruchsvoller. Geht aber eine ähnliche Schiene. Und Klong finde ich richtig gut. Das finde ich sehr gut. Da haben wir übrigens auch diverse Videos schon gemacht. Sodass ich hier eher sage, ja, mit der Familie etc. spiele ich dann doch lieber Eldorado. Und mit den Vielspielern dann auf jeden Fall Klong. So, also ihr merkt eine Zwickmühle. Wenn ihr jetzt also Familienspieler seid, dann könnt ihr euch durchaus mal an Eldorado wagen. Die wichtigsten Infos habe ich euch geliefert. Nicht so schwer. Die Schwierigkeit liegt in diesen Kartentexten. Dann kauft es am Anfang einfach nicht. Dann spielt ihr einfach mal so und dann wisst ihr, wie es geht. Und dann kommt ihr klar. Und dann werdet ihr irgendwann Gefallen finden.
Eldorado super finden, je nachdem als Familie, denke ich auf jeden Fall. Und dann werdet ihr auch zu der Erweiterung greifen, die wir euch noch zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen wollen. Ich allerdings spiele sie je nach Kreis dann doch lieber mit Vielspielern oder geübten Spielern, spiele ich dann Klong, aber es ist etwas anspruchsvoller. Ich will jetzt aber beide Spiele nicht vergleichen, gut, das habe ich jetzt eben gemacht an dieser Stelle. Das Ganze ist allerdings dann doch mehr an die Familie gerichtet, Elias, oder? Mhm. Allein vom Cover, das ist cool, oder? Was meinst du? Ja. Also das ist toll, das macht richtig Spaß. Und wie gesagt, 2 bis 4 Spieler, unabhängig von der Spieleranzahl, spielt sich's gut. Die Regeln sind gut durchdacht und ihr habt mit Geröllplättchen als Variante noch die Möglichkeit, Berge zu entdecken. Wenn ihr auf dem Nachbarfeld seid, dann bekommt ihr Boni, die ihr dann jederzeit ausgeben könnt. Also da habt ihr noch eine kleine Variabilität drin in dem Spiel. Ansonsten könnt ihr das Ganze auch aufbauen, wie ihr das wollt. Und ja, ich glaube, an diesen Infos, denke ich, kann ich Schnitt machen. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, schaut unten mal in die Beschreibung rein, da gibt es etliche Links. Da unterstützt ihr uns dann auch. Ihr könnt das Video auch gerne teilen, das bringt uns auch super voran. Und ein Daumen hoch und ein Abo wäre natürlich auch super. Jetzt sage ich tschüss, mach's gut und bis bald. Ciao. Ciao.